Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem ersten Nachrichtenupdate des Tages, heute am Mittwoch, den 16. September. 7 Regionen sind orange auf der Corona-Ampel, aber verändert hat sich nichts. Die Ampel sorgt für einiges an Verwirrung. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist für eine Entkoppelung zwischen der Ampel und den Maßnahmen. Heute gibt es im Bundeskanzleramt eine Besprechung mit den betroffenen Bürgermeistern und Bezirkshauptleuten in den Regionen, wo die Ampel orange ist. An sich wurden ja umfangreiche Leitlinien erstellt, was bei welcher Ampelfarbe gilt. Demnach müsste jetzt bei Orange Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen und auch im Freien gelten, wenn dort der Abstand nicht eingehalten werden kann. In Theatern dürften maximal 250 Besucher Platz nehmen, in Firmen würde Schichtbetrieb gelten, in Lokalen eine Sperrstunde um 0 Uhr und vieles mehr. Das bezeichnet die Politik jetzt aber nur mehr als Arbeitsgrundlage statt als zwingend notwendig. Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird bekanntlich verdächtigt, sein Privatleben viele Jahre lang mit Parteigeldern finanziert zu haben. Und der Schaden? Das sind knappe 600.000 Euro. Das geht jetzt aus einer Unterlage im Ermittlungsakt hervor, die der Krone vorliegt. Durch die Höhe des Gesamtschadens ist jetzt auch klar, welche Strafe bei einer Verurteilung wegen Untreue droht. Übersteigt der Schaden nämlich eine Summe von 300.000 Euro, ist eine Freiheitsstrafe von 1 bis zu 10 Jahren vorgesehen. Die FPÖ selbst wird im Strafverfahren gegen Strache übrigens als Opfer geführt. Die Bundespartei, der Parlamentsclub und die Landesgruppe Wien haben sich im Juli dem Strafverfahren als Privatbeteiligte angeschlossen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Donald Trump hat wieder mal für Schlagzeilen gesorgt und diesmal sogar mit Österreich-Bezug. Hier bei uns lebe man im Wald in Waldstädten, hat der US-Präsident in einem Fernsehinterview erklärt. Die Bäume in Österreich seien viel explosiver als jene in Kalifornien. Aber die Waldbrände ein deutlich geringeres Problem, weil heruntergefallene Blätter entfernt würden. Wer hätte gedacht, dass Trump auch noch Experte für Forstwirtschaft ist? Und jetzt zum Wetter. Es wird einen letzten Tag wirklich sommerlich, besonders im Osten Österreichs. Auch heute klettern die Temperaturen nochmal auf knapp 30 Grad und das, obwohl wir Mitte September schreiben. Aber am Nachmittag und am Abend kann es in Tirol, in Kärnten, in Salzburg und im südlichen Oberösterreich auch hier und da regnen. Ich hoffe, Sie sind gut in den Tag gestartet. Ich hoffe, Sie kommen gut und vor allem gesund durch die Woche. Und ich freue mich, dass Sie bei uns sind.